weil man viele Kontakte knüpfen kann, weil es Spaß macht, weil Mönchengladbach eine kreative Stadt ist, weil die Menschen super cool drauf sind, ja, weil es einfach nur gut ist. Mönchengladbach ist im Lesefieber. Die Aktion MG Liest ist im vollen Gange. Denn für die Stadt geht es im November um die Titelverteidigung als öffentlichkeitswirksamste Vorlesehauptstadt. Mehr als 600 Gladbacher engagieren sich in diesem Jahr dafür. 365 Veranstaltungen sind geplant. Unter der Schirmherrschaft von Günter Netzer gestaltet das MG Liest-Team eine Woche lang ein buntes Lesevergnügen für alle Altersgruppen. Welche Bücher und Texte die Teilnehmer aussuchen, das entscheiden sie dabei selbst. Şükrü Pehlivan macht zum ersten Mal mit. Der Trödeltrupp-Star der RTL2-Sendung besucht die Kinder in der Grundschule Windberg. Ich finde, das ist halt eine schöne Ehre, hier von den Kindern was vorlesen zu dürfen. Wenn man halt die ganzen glänzenden Augen sieht und die Gesichter, die einen dann so anstrahlen und lachen, weiß man, man hat was Gutes getan, die Kinder haben Spaß gehabt und mir gibt das natürlich auch ein gutes Gefühl. Dass Lesen auch anders gehen kann, zeigt der Berufsmagier Bernhard Hansen. Natürlich hat er Harry Potter ausgesucht. In seiner Leseshow greift er zur Trickkiste und verzaubert die Kinder der Grundschule Ola. Trotz der kleinen Schreckensmomente sind die Kinder sichtlich begeistert. Doch warum ist die Leseaktion gerade für Kinder so wichtig? Ja, Lesen ist unheimlich wichtig, damit die Schullaufbahn gelingt. Gerade bei Kindern ist Lesen, selber Lesen und durch Vorlesen motivieren wahnsinnig wichtig. Man gewinnt Wortschatz, die Möglichkeit, sich auszudrücken und unter Umständen braucht man später keine Fäuste, sondern kann sich mit Worten auseinandersetzen. Das ist uns auch ganz wichtig. In der Astrid-Lindgren-Grundschule begeistert Maskottchen Jünter die Kinder mit prominenter Unterstützung. Borussia-Präsident Rolf Königs hat sich etwas ganz Spezielles ausgedacht. In einer Diashow erzählt er die Geschichte von Jünter auf dem Weg zur Champions League nach Turin. Also es ist ganz wichtig, dass die Kinder das Lesen nicht verlernen. Im Gegenteil, dass die mehr lesen und nicht nur mit den Smartphones und mit den elektronischen Geräten herumspielen. Das ist ein ganz großes Problem, dass damit der Kontakt, die Kommunikation verschwindet. Die Aktion läuft noch bis einschließlich Freitag. Das ganze Programm ist im Internet unter www.stadtbibliothek-mg.de einsehbar.